So der Oh, WhatsApp schalte ich auch. Verstanden. Dass du dich dann als anpinnst. Ah, wir sind also, aha, okay, kann ich machen. Dann sehen sie dich besser. Ja, ich fixiere. So, Frage 100, Teil 2, jetzt auf Video. Melanie, schieß los. Ich bin jetzt dreimal auf Männer mit erektiler Dysfunktion getroffen, die eine feste Beziehung wollten. Was hat das mit meinem inneren Kind zu tun? Also, wenn ich das richtig verstehe, keine Erektion. Oder? Wenn das dreimal passiert, dann kann es sein, also der Mann will ja, nehme ich an, der will und kann nicht. Ja? Das heißt, das spricht direkt bei ihm ja quasi das Genital an, das Lustzentrum sitzt irgendwo im Kopf, aber der Körper reagiert nicht so. Das heißt, du müsstest dich jetzt fragen, wo du in deinem Leben etwas für dich willst, wo du schon lange die Idee hast und den Gedanken, oh, ich habe eigentlich Lust, das zu tun, aber ich kann nicht. So, im Gegensatz zu dem Mann kannst du dir wahrscheinlich, wenn es eine mentale Geschichte ist, kannst du wahrscheinlich diese Hürde nehmen. Der Mann, wenn es bei dem körperlich ist, kann die Hürde wahrscheinlich nicht nehmen. Wo genau bin ich unverbindlich mit mir, wenn mir das ein Mann spiegelt, der unverbindlich bleibt? Ja, zum Beispiel an, es könnte zum Beispiel sein, dass du unverbindlich in der Arbeit mit dir selber bist. Ich kann das nicht beurteilen, ich kenne dich nicht und ich kann jetzt gerade nicht mit dir sprechen, aber was ich von vielen Menschen höre, oh, Margret, ich arbeite schon so lange an mir. Dann sage ich, was machst du? Naja, ich habe dein Buch gelesen, ich habe das gelesen, ich habe das gelesen, ich mache den Workshop, ich gucke mir davon, keine Ahnung, von XY die Videos immer an und mache ich Meditation. Ich sage, was für Meditation? Naja, da höre ich was. Das reicht nicht, weil du machst nichts individuell für dich. Das ist so wie wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, ich will abnehmen, dann probierst du Brigitte-Diät, dann probierst du die Diät und die Diät und die Diät. Anstatt dir wirklich mal den Luxus zu gönnen, einen Ernährungsberater zu nehmen, deine Blutgruppe zu bestimmen, deine Fitness und so weiter und zu sagen, okay, da gehören vielleicht mehr Sachen dazu, um langfristig dein Gewicht zu drosseln. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, also du wirst wahrscheinlich irgendwas machen, aber so richtig verbindlich bist du noch nicht, weil der Schmerz vielleicht noch nicht groß genug ist. Das heißt, das habe ich heute auch gesagt, du musst verbindlich sein mit deiner inneren Familie, Vater, Mutter, Kind, Vater, Mutter, Kind, Vater, Mutter, Kind. Und das heißt, um diesen väterlichen Teil zu stärken, ich weiß nicht, ob du jetzt bei mir die 28 Kinderzimmer gebucht hast, da hast du schon mal viel für dich getan, ja? Da wirst du merken, was es bedeutet, an dir selbst zu arbeiten. Und dann hast du auch die Möglichkeit, ja, mir Fragen zu stellen, einmal im Monat in diesen Übungsrunden. Wenn du das nicht gemacht hast, ist die Frage, ob du dich nicht mal irgendwann für ein Programm und für einen Lehrer entscheidest und sagst, ich ziehe das jetzt durch. Ich ziehe ein Programm durch, wo ich als Individuum angeschaut werde und nicht einfach da so in der Konserve irgendwas mache. Wie kann ich schneller meine Bedürfnisse dem Mann gegenüber kommunizieren? Will mich nicht immer zumuten. Indem du sie schneller kommunizierst, Klappe auf und los. Ja, also da gibt es nicht, das musst du trainieren. Also du, ich würde sagen, wenn du das jetzt erstmal nicht kannst, ist deine Hemmschwelle, hast du Angst, abgelehnt zu werden, das ist meistens so. Das heißt, du gehst bewusst ins Date rein und sagst, ich wünsche mir Kommunikation, ich will Nähe und das möchte ich diesem Typen sagen. Wenn ich es nicht sage, kriege ich es wahrscheinlich nicht und wenn ich es nicht sage, stehe ich nicht zu mir. So, und dann nach dem Date. Schreib es wirklich in ein Tagebuch, sagst du, okay, ich habe es heute wieder nicht geschafft, ich bin nicht zu mir gestanden. Was wird als Spiegel passieren? Ah, dieser Typ wird nicht zu mir stehen. Und dann machst du das zwei, dreimal, kriegst die Klatsche und irgendwann wirst du sagen, so, aber jetzt, jetzt bin ich bereit, es zu sagen. Und dann kannst du immer noch abgelehnt werden, aber es ist besser, gleich abgelehnt zu werden, als 3, 4 Monate zu rumzuprobieren, bist in so einem McFick-Ding oder Situationship. Und dann plötzlich hat er eine andere, die nämlich zu ihren Bedürfnissen steht. Also das Beste ist wirklich, das zu trainieren. Und das trainierst du zum Beispiel auch in Gruppenarbeit. Also das, was ich heute gemacht habe mit euch im Workshop, wenn du in der Gruppenübung warst, was dich wirklich mitzuteilen und zu sagen, das will ich, das kann ich vor wildfremden Leuten. Diese wildfremden Leute sind dir wohlgesonnen, weil die wollen alle das Gleiche, die wollen nach Paris. Ja, nach Paris. Wenn du dir das noch nicht traust, üb das in der Gruppe. Komm in mein Programm. Ja, du kannst das in der 28-Kinderzimmergruppe auch üben, weil ihr euch ja vernetzen könnt untereinander, könnt ihr die Übungen zusammen machen, steht euch frei. Das heißt, da kannst du lernen, dich mitzuteilen und irgendwann kannst du es bei einem Mann.
weil du gerade noch mal Paris angesprochen hast. In der Gruppe wurde eben auch gefragt, was es mit Paris auf sich hat. Eine weiß das nicht. Es geht nicht nur darum, dass es ein Gutscheincode ist, sondern. Also, vielleicht hast du mich irgendwie über YouTube oder über Facebook gefunden. Also, ich spreche oft von Paris. Paris steht für die Liebesbeziehung. Also, ich habe mal ein Reel gemacht. Mache einen Menschen nicht zu deinem Ziel. Also, wenn du zum Beispiel, ich habe gesagt, wenn du am Bahnhof stehst und nach Paris fahren willst, da ist das eigentlich entstanden, nach Paris fahren willst. Und dann fragst du einen Taxifahrer, hey, ich will nach Paris. Und der sagt, nee, ich fahre nach Hamburg. Steigst du dann das Taxi in? Wahrscheinlich nicht. Aber in einer Liebesbeziehung machst du das. Oder bei einer Beziehungsanbahnung machst du das. Der sagt, ich weiß auch nicht, wohin ich hinfahre. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Mal schauen. Machen wir mal Freundschaft Plus. Machen wir mal McFick und dann steckst du ein. So. Und da ist das irgendwie entstanden, dass ich immer wieder gesagt habe, wenn du nach Paris willst, musst du ein Taxi finden, wo nach Paris fährt. Das heißt, Paris steht für die erfüllte Liebesbeziehung. So. Und du musst jedem Menschen sagen, hey, ich will nach Paris. Heißt, Klammer auf, ich will eine Beziehung. Bist du dabei? Nee, willst du nicht? Weiß noch nicht, was du willst. Danke fürs Gespräch. Weitergehen. Wie kann ich vor allem in akuten Krisensituationen mein Hirn besser einschalten, Vater und Mutter in die Situation integrieren, um nicht immer wieder in alte Verhaltensmuster zu fallen? Nochmal. Also wie kann ich in der Krisensituation? Mein Hirn besser einschalten, also Vater Ah. und Mutter in Situation integrieren. Ist Training. Kannst du nicht einfach so. Ja, deshalb mache ich das Programm. Du lernst das. Du lernst das Schritt für Schritt. Also das heißt, die Krisensituation ist akut. Also plötzlich kommt eine Situation, da bist du, brrr, da geht nichts weiter. So, da kannst du das nicht. Es geht, du kannst das nicht, weil das innere Kind ist gar nicht in der Lage. Es ist wie wenn du Höhenangst hast und jetzt sagt dir jemand, setz dich mal da aufs Geländer. Kannst du nicht. Du musst dir die Höhenangst langsam abtrainieren. Das heißt, deshalb habe ich das Programm. Schritt für Schritt traust du dich mehr an deine Grenze ranzugehen und irgendwann kannst du über diese Grenze gehen. Das sind ganz kleine Schritte, die ich in diesem Programm mache. So einfach geht das nicht. Also auch meine Schüler, selbst wenn du jetzt schon ein Schüler wärst und sagst, Margret, ich würde das jetzt machen, dann sage ich, Moment, kommt Lektion da, dann kommt Lektion X, dann kommt Lektion Y. Also es geht ja bei mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so die Lektion. Und wenn du ungefähr in der Lektion bist, kannst du das. Das würde ich dir sagen. Hast du Notfalltipps für die Entzugsphase? Ja, also Entzugsphase heißt erstmal löschen, blockieren. Also ganz wichtig. Löschen, also blockieren, damit der Typ dich nicht anschreiben kann. Und zwar blockieren, WhatsApp, Instagram, wo auch immer, SMS blockieren. Und unter unterdrückte Nummer gehst du nicht hin. E-Mails, die du nicht kennst, machst du nicht auf. Ist wichtig. Ja, egal was da steht. Such dir Buddies. Also am besten wirklich eine Freundin, der du auch Mitternacht ein Ohr abkauen kannst. Ich weiß, das wird irgendwann nervig, wenn du so eine gute Freundin hast. Ist super. Wenn nicht, hast du hier eine Gruppe zum Beispiel, mit dem also, du kannst zum Beispiel jetzt auch noch die Workshop-Gruppe nutzen. Und wie gesagt, wenn du es wissen willst, machst du mal mindestens die 28 Kinderzimmer. Es ist geschenkt, was ich euch da gebe. Das ist echt geschenkt. Und da kannst du den Entzug schaffen. Das geht 7 Monate. Wenn du den Entzug da nicht geschafft hast, dann willst du das nicht. Ja. Wenn ich ihm meine Meinung oder Bedürfnisse sage, wirft mir mein Partner vor, ich wäre egoistisch. Er bestraft mich dann mit Kontaktabbruch. Was kann ich tun? Also, du hast vielleicht keinen Partner, sondern einen Beziehungsmensch. Partnerschaft bedeutet, dass du vorher ganz klar geguckt hast, ob ihr kompatibel seid. Und es kann sein, dass er das nicht gemacht hat. Was du jetzt machen kannst, ist Konsequenzen. Also, wenn du ihm sagst, was du willst und du bist nicht konsequent, würde er das nicht machen. Das heißt, konsequent bedeutet, dass du sagst, ich gebe dir 2 Monate. Wenn sich das Verhalten, ich führe eine Strichliste und die hänge ich da an den Kühlschrank. Und für jeden Minus, also für jedes Mal, wo du das verletzt, wo du mein Wert und mein Bedürfnis verletzt, ziehe ich dir einen Punkt ab. Wenn wir bei der und der Punktzahl sind oder du die unterschreitest, nach 2 Monaten bin ich raus. Bin ich weg. Ist unsere Beziehung beendet. Also du brauchst etwas, was ihm wehtut. Ansonsten wird sich überhaupt nichts ändern. Deine Worte sind für den Arsch. Ja, Worte sind keine Grenzen. Worte sind Hürden. Da kann einer oben drunter oder unten drunter durch oder oben drüber. Das ist für den Arsch. Du brauchst Grenzen, wo er nicht weiterkommt. Und vielleicht ist ihm das auch scheißegal, wenn du dich trennst, kann er nicht sagen. Aber wenn es ihm nicht scheißegal ist, ist er vielleicht bereit, darüber nachzudenken. Wenn er sich nicht ändern kann, passt ihr einfach nicht zusammen.
Wie komme ich mit meinen Gefühlen von alten Beziehungen klar? Also, ich verstehe die Frage so, dass du noch an einem anderen Menschen irgendwie hängst, dass da noch eine, dass du da emotional noch involviert bist. Das hat ein Stück mit emotionaler Abhängigkeit zu tun und das ist das innere Kind. Ja. Es kann zum Beispiel sein, dass du einen anderen Menschen vergleichst, weil du sagst, oh, das war aber da viel schöner und so weiter. Da geht es wirklich erstmal darum, dich selbst zu finden, mit dir selbst. Auch deine Bedürfnisse und Werte zu analysieren, immer wieder eine Realität. Ist das wirklich so gewesen, wie ich mir das geträumt habe? Oder was habe ich wirklich gekriegt, um auch, dass die Gefühle runtergehen? Und andererseits dich immer wieder zu fragen, was will ich? Und nützt mir das, wenn ich da in der Vergangenheit lebe? Also kann sein, dass du es alleine auch nicht schaffst, dass du einen Lehrer oder einen Trainer brauchst, der dich da immer wieder ankickt. Wie reagiere ich, wenn mich meine Verlustangst überrollt? Welche Mechanismen kann ich hier im Notfall anwenden, um nicht in alte Muster zu fallen? Ich habe das vorhin schon mal, geht nicht. Das geht nicht. Du kannst ja keinen Trick anwenden. Da ist kein SOS. Weil wenn die Angst kommt, bist du entweder im Fight, im Flight oder im Freeze-Modus. Ja? Und dieser Fight-Flight-Freeze-Modus, der springt in unterschiedlichen. Auch ich kann in Fight-Flight-Freeze kommen. Je nachdem. Also wenn mich jetzt einer auf der Straße angreift, also wirklich körperlich angreift, irgendeiner, der mir an die Wäsche will oder was. Ich komme wahrscheinlich in den Fight. Ich werde kämpfen. So, generell kann ich da relativ cool bleiben, weil ich Kampfsport mal gemacht habe. Aber es wird Situationen geben, wo ich vielleicht in die Angst komme und dann entweder richtig, richtig kämpfe oder auch abhaue. Das kann auch mir passieren. Das heißt, meine Grenzen sind aber sehr hoch. Also meine Toleranzschwelle ist sehr hoch. Und deine Toleranzschwelle muss wachsen. Das machst du zum Beispiel mit diesen, also bei mir mit 28 Kinderzimmern. Es gibt vielleicht andere Ansätze, wo du anders trainieren kannst. Das heißt, du brauchst erstmal ein Trainingsprogramm, um deine Grenzen zu schärfen. Also ja, um auch zu wissen, hey, jetzt, also du musst einfach dir bewusster werden. Du musst eigentlich einen Schritt vor der Angst schon merken, jetzt kommt die Angst, da kannst du handeln. Das heißt, das ist eine Bewusstwerdung. Und da gibt es keinen Trick, sondern das ist wirklich Übung, dafür gibt es viel, viel, viel Training, was du machen kannst, ist länger kalt duschen, also kalt duschen jeden Morgen, aber zu sagen, wenn es kalt wird, ich dusche noch kälter, ich dusche noch länger. Oder wenn du aufs Klo musst, nicht aufs Klo gehen und dir das verdrücken für 10 Minuten. Oder wenn du Hunger hast, einfach nichts essen für einen halben Tag, um dich mal richtig zu spüren, um deine körperlichen Grenzen zu übergehen. Damit kannst du mal anfangen, das zu trainieren. Das ist aber nur ein Teil der Übung. Wie schaffe ich es wirklich komplett loszulassen? Generell nicht nur ein Mann. Wie kann man seine Bedürfnisse befriedigen, wenn die Glaubenssätze sagen, wenn du das machst, bist du eine Schlampe? Mein Schatten zieht mir die falschen Männer an, die nur. Moment, Moment, Moment. Das ist kein Glaubenssatz. Das ist ein Paradigma. Der Unterschied zwischen Glaubenssatz und Paradigma ist, ein Glaubenssatz, den bringst du mit. Den bringst du wirklich mit auf die Welt. Das ist so in deinem Programm. Wenn du das machst, bist du eine Schlampe, ist kein Glaubenssatz. Er ist dir antrainiert worden. Das ist ein Paradigma. Das ist eine, hat mit einer gesellschaftlichen Vorstellung zu tun, wie du zu sein hast und was du darfst und was du nicht darfst. Ein Paradigma. Da wächst du raus. Also wenn das innere Kind reifer wird, wächst du raus. Das heißt, so bin ich eine Schlampe. Der Mann ist ein toller Hecht und ich bin eine Schlampe. Ist das wirklich so? Stimmt das wirklich? So, und wenn du das hinterfragst, dann merkst du irgendwann denkst du dir, und wenn irgendjemand sagt, ich bin eine Schlampe, du musst das ja nicht an die große Glocke hängen. Wenn das dann jemand sagt, da wirst du denken, na und, geht mich nichts an. Ich erfülle mir meine Bedürfnisse, weil nur wenn ich mir meine Bedürfnisse erfülle, werde ich da draußen einen Menschen anziehen, mit dem ich meine Bedürfnisse langfristig erfüllen kann. Ah, Die da war noch Frage. was, da war noch was. Ich habe dich unterbrochen, Melanie. Lies noch mal die Frage. Ich mache einfach nach der Schlampe weiter. Mein Schatten zieht mir die falschen Männer an, die nur Sex wollen, die ich dann nicht will oder mehr mit ihnen will. Zum Bedürfnis erfüllen soll man sich dann dazu zwingen? Ja, du musst dich nicht dazu zwingen. Also, aber du kannst sehr würdevoll kommunizieren, hey, ich habe das Bedürfnis nach Sexualität. Ich wünsche mir aber auch gleichzeitig auch körperliche Nähe. Und ich wünsche mir auch noch gute Gespräche.
Und das kannst du zum Beispiel auf Joy Club, weil das ist außerhalb einer, das ist ja nicht, wie ich wäre jetzt eine Beziehung, sondern du sagst, hey, ich suche einen Mann. Das ist unglaublich wertschätzend, was meine Mädels, die mit mir arbeiten, mir da sagen. Also es ist wirklich genial. Und du wirst sehen, das braucht gar nicht viel. Du brauchst vielleicht 2, 3 Monate oder das machst, wo du jemanden findest. Und plötzlich steht der Mann da, der nicht einfach mit dir vögeln will, sondern der dich als Partner. Wie akzeptiere ich, dass mein Ex mich durch eine andere Frau ersetzt hat? Unsere Kinder finden die neue sehr nett und akzeptieren sie. Ist erst 3 Monate her. Ich darf gute Miene machen für die Kinder. Was ich darf? Gute Miene machen für die Kinder. Oh. Wie akzeptiert sie, dass der Ex durch eine andere Frau sie ersetzt hat? Also grundsätzlich ist das natürlich erstmal also das denkst du so. Du hast die Idee, ich bin ersetzt worden. Stimmt nicht. Du bist nicht ersetzt worden. Dein Mann hat sich irgendwie entliebt. Er hat sich von dir getrennt und er hat eine neue gewählt. Du erzählst dir die Geschichte, ich bin ersetzt worden. Manche Beziehungen enden einfach. Es gibt keine Garantie auf Ewigkeit. Ja, wenn du es neu siehst, wenn du sagst, hey, unsere Beziehung, unsere Ehe oder ist gerade auseinandergegangen, weil mein Mann mich nicht mehr genug liebt oder es von seiner Meinung nach er mit mir das Leben nicht mehr will, weil da irgendwelche Gemeinsamkeiten oder irgendwas fehlt und ich versuche das gerade zu akzeptieren. Und irgendwann werde ich verstehen, warum das auch für mich ein Segen ist. Dann hast du einen anderen Rahmen. Das, was du jetzt machst, ist wirklich dem Rahmen so ein leidvolles, ich bin das Opfer, er hat mich ersetzt. Er hat dich nicht ersetzt. Er hat sich irgendwie entliebt, hat dir das dann irgendwie durch Nacht und Nebel mitgeteilt. Du hast es wahrscheinlich irgendwie nicht gefühlt. Vielleicht hast du es sogar gefühlt und hast es verdrängt. Ja, das passiert meist nicht über Nacht, dieses sich entlieben. Hat er sich in eine neue verknallt und ist jetzt mit der in einer Beziehung. Das mit dem Ersetzen, das sagen wir zwar, aber das ist nicht so. Ich habe jemanden kennengelernt, fühlt sich gut an. Es geht sehr langsam voran. Woher merke ich, ich habe große Verlustängste, dass es eine gesunde Beziehung wird? Das merkst du, wenn du in einer Beziehung bist dann. Also, das merkst du, wenn dieser Mensch sich wirklich zu dir bekennt. Ich würde mal sagen, es braucht 3 Monate. Das ist überall so. 3 Monate ist wirklich so eine labile Phase. Und nach 3 Monaten, nach einem halben Jahr richtig, aber nach 3 Monaten kannst du schon wirklich mal sagen, es geht jetzt in feste Richtung. Wenn ihr ein halbes Jahr zusammen seid und es läuft, kannst du wirklich sagen, das ist wahrscheinlich ein Partner, mit dem ich mehrere Jahre oder vielleicht sogar für immer zusammen bin. Die Zeit ist wie bei einer Schwangerschaft. Ja? 12 Wochen, ich bin schwanger, 12 Wochen lang weißt du nicht, also ich bin nicht schwanger, aber sag mal, 12 Wochen lang weißt du nicht, wird das ein Abort, so also viele Kinder gehen ab und bei einer Partnerschaft ist es genauso. 3 Monate, 6 Monate ist einfach labile Phase. Ja? Ich date gerade 2 Jungs, fühle mich dabei sehr gut. Ist das okay? Beide geben sich Mühe. Es ist okay. Also ich sage ja sogar, dass du 3 gleichzeitig daten kannst. Ich würde jetzt wirklich mit der Liste, also wenn du, wer in meinem großen Kurs ist, der kriegt den Love Mission dazu. Da ist ja dann auch nochmal genau erklärt, wie du das machst. Also du hast im Grunde deine Ansprüche, was du brauchst, Bedürfnisse, Wünsche und so weiter. Und dann guckst du, was erfüllt jeder Einzelne. Ja? Und das, was und der dann besser abschneidet, mit dem gehst du dann wirklich in die Beziehungsprobezeit, das ist 3 Monate. Das ist in Ordnung so, weil du nicht sofort in diesem, oh, der muss es jetzt sein, sondern du gibst dir selber Raum und sagst, ich gucke mal, wie im Bewerbungsgespräch, wenn du eine Firma hast, da gefallen dir vielleicht auch beide, aber du findest in diesem Gespräch oder Probearbeiten auch raus, wer eignet sich besser für die Stelle und mit dem gehst du dann weiter. Ich bin im Reinen mit mir und meinem inneren Kind, habe aber ein Problem damit, verlassen worden zu sein und der Einsamkeit. Wie kann ich dieses negative Gefühl der Einsamkeit in ein positives umwandeln? Gar nicht. Ich weiß nicht, ob du mein Buch gelesen hast. Es geht nicht darum, ein negatives Gefühl in ein positives zu verwandeln. Es geht darum, das negative Gefühl in Energie zu verwandeln. Das heißt, du sagst, ja, ich bin traurig. Ja, ich bin wütend. Ja, ich habe gerade Angst. Und öffne deinen Körper
Führ dieses Gefühl, als wärst dein Geliebter. Lass dich von diesem Gefühl vögeln. Und das meine ich so. Und dann gib dir das Gefühl Energie. Wenn du es verwandeln willst, verwandelst du gar nichts. Du schiebst das Gefühl in die Kammer des Schreckens und das fliegt dir irgendwann um die Ohren. Wir haben ein paar mit somatischen Beschwerden gehabt, auch in der Gruppe, wenn du dich da so dran erinnerst. Das heißt, es wird sich irgendwann auf deinen Körper schlagen. Krankheiten und so weiter, was dann passiert, wenn du nicht richtig fühlst. Oder wenn du versuchst, negative Gefühle wegzumachen, damit du dich schnell wieder positiv fühlst. 50-50. Ja? Und wenn verstärkt negative für dich in negative Gefühle kommen, dann kommen die, weil du die ein Leben lang verdrängt hast. Und da musst du jetzt erstmal durch die Phase durch. Die wollen jetzt gefühlt werden. Heute während des Workshops hat er sich seit langem gemeldet. Da haben wohl die Glocken geläutet. Jetzt folgt das zur Praxis. Was ist jetzt meine Lektion? Wie erziehe ich jetzt mein inneres Kind? Ich weiß nicht, ob du mal an 28, also wie du das innere Kind erziehst, das lernst du entweder in meinem Programm 28 Kinderzimmer oder in 44 Kinderzimmern. Und wenn du keins von beiden machst, dann machst du auf jeden Fall mal die Übung, die du heute gelernt hast. Ist emotionale Abhängigkeit durch Meditation heilbar? Also, es ist ein guter Ansatz, mal mit Meditation anzufangen, also ohne und nicht geführte, sondern sich wirklich hinzusetzen und auf den Atem zu konzentrieren. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Warum? Weil ein kleines inneres Kind ein 4-5-jähriger Antworten braucht. Und die kannst du dir noch nicht selber geben. Das heißt, du brauchst einen Lehrer, der dir diese Antworten gibt. Stell dir einfach vor, du sagst einem 4-Jährigen, du, Mami und Papi sind mal weg. Wir machen jetzt mal eine Weltreise. Da ist der Kühlschrank. Und wenn irgendwas ist, wenn du dich scheiße fühlst, setz dich am Boden und meditiere. Es kann schon sein, dass dein Inneres, dass dein Kind ein Meister Meditation wird. Aber vielleicht wird es verhungern, vielleicht wird es sich schlecht ernähren, vielleicht wird sich die Zähne nicht putzen, vielleicht wird es irgendwie in deiner Wohnung randalieren, wenn es gerade mal nicht meditiert. Verstehst du, wie ich meine? Also, es reicht nicht. Das ist ein Teil. Es gibt viele verschiedene Disziplinen. Also, wenn du dir Karate Kid anschaust, ist ein guter Film, um mal zu verstehen, was das ist. Hoch, runter, den Zaun streichen. Rechts, links. Da muss irgendwie was abschmürgeln, das Auto. Rechts rum, links rum. Der sagt, ich will Karate lernen. Da hat der Meister gesagt, Moment. Erstmal das. Hoch, runter, rechts, links. Ah, hier habe ich alles fertig. Ah, hast du den Zaun auch von außen gestrichen? Also, erstmal ist ganz viel Übung, Hingabe, Scheißübungen machen. Und danach macht es Spaß. Ich bin in einer glücklichen Ehe mit zwei kleinen Kindern. Ich liebe meinen Mann und trotzdem habe ich mich in einen anderen Mann verliebt, der sich aber jetzt doch für seine Freundin entschieden hat. Dieser Mann hat mich über Monate mit Liebe bombardiert. Er hat geschrieben, ich liebe dich, etc. Und von einem auf den anderen Tag ist alles vorbei. Es war aber nie körperlich. Meinem Ehemann habe ich alles erzählt. Er will mich nicht verlieren, aber ich kann mit dieser Ablehnung von dem anderen Mann nicht umgehen. Sonst stand ich immer auf dem Podest. Bin so süchtig nach diesem anderen Mann. Wie komme ich aus dieser Sucht und kann endlich mit dieser Ablehnung umgehen? Das ist ein inneres Kindthema. Es zeigt sich bei dir halt sehr spät. Ja, guck mal, es gibt doch auch so Menschen, also viele. Also ich zum Beispiel hatte Mumps und Röteln und Masern in meiner Kindheit. Es gibt aber Menschen, die haben das sehr viel später. Die haben das als Kind nicht und dann als Erwachsener. Und es ist viel schlimmer. Und bei dir ist das so. Du hast es irgendwie, hast es bisher gar nie gehabt. Und jetzt plötzlich kommt dieser eine Mann und drückt dir die Knöpfe und du merkst, ah, da sind jetzt Mumps, Röteln, Masern. Also das ist eine innere Kindkrankheit, dass du emotional abhängig bist. Also wenn du mit deinem Mann so offen reden kannst, komm doch in mein Programm. 28 Kinderzimmer zumindest, da kriegst du schon mal ordentlich also da kannst du schon wirklich ganz viel üben, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen, weil das, diese Kinderkrankheit auszuschleichen, bedeutet, das innere Kind zu erziehen, das innere Kind wachsen zu lassen. Und da ist mein 28 Kinderzimmer ein super, super geiles Anfängertum. Ja. Das waren die Fragen, die noch offen waren. Ha! Super. Also, für alle anderen, ich freue mich echt. Es war ein toller Workshop. Ich bin wirklich happy.
Und alle, die jetzt oder schon gebucht haben, also es sind einige, ich freue mich auf euch, ich freue mich auf euch. Es geht dann los in der Arbeit mit den Gruppen, 44 Kinderzimmer, Mittwoch Einführung und ja, alles andere, dann kriegt ihr über die WhatsApp-Gruppen. Ich mache mal hier Aufzeichnung aus.